Willkommen in der ehemaligen Residenzstadt Rudolstadt. Rudolstadt war der Ort der ersten Begegnung zwischen Goethe und Schiller. Das markante Wahrzeichen von Rudolstadt ist das Schloss Heidecksburg, eine markante dreiflügelige Schlossanlage aus dem 18. Jahrhundert. Wir sind jetzt auf dem Marktplatz mit dem imposanten Rathaus und vielen schöneren weiteren Bürgerhäusern. Im Hintergrund auf dem Berg erhebt sich das Schloss Heidecksburg. Das frühere Gymnasium ist heute Stadtbibliothek von Rudolstadt. Die Stadtkirche St. Andreas ist eine spätgotische Hallenkirche. Sie wurde um 1470 errichtet. Mit diesen Eindrücken endet unser Stadtrundgang in Rudolstadt. Wenn es Ihnen gefallen hat, geben Sie mir bitte ein Gefällt mir oder abonnieren Sie meinen Kanal. Vielen Dank und bis zur nächsten Stadtbesichtigung. Auf Wiedersehen!